In diesem Tutorial erstellen wir ein Sponsoring-Angebot, das am besten funktioniert, wenn du ein Restaurant, ein Friseur, ein Einzelhandelsgeschäft oder ein anderes Unternehmen mit direktem Kundenkontakt bist. Wir werden die anderen Angebote in späteren Tutorials behandeln. Wir definieren ein Sponsoring-Angebot mit einer einfachen News-Promotion. Diese einfache News erscheint in der mobilen und der Web-App und informiert die Fans über dein Angebot. Sie können die einfache News nicht einlösen, sondern müssen in dein Geschäft kommen, etwas kaufen und dann kannst du ihnen einen papierbasierten Aktionscode zum Einlösen geben. Sie scannen diesen Aktionscode und senden das Geld an ihren Verein. Es gibt also zwei Schritte. Du erstellst eine einfache News-Promotion und du verbindest diese mit einem papierbasierten Aktionscode. Schritt 1. Erstelle eine einfache News-Promotion. Wähle einfache News. Gib deiner Promotion einen Titel. Das ist das, was der Fan in der mobilen und Web-App sehen wird. Gib eine Beschreibung an. Wähle aus, welche Nutzer diese Aktion einlösen können. Du lädst ein Bild hoch, das der Fan zusammen mit dem Titel der Aktion sehen wird. Es sollte ein hochwertiges, auffälliges Bild sein. Klicke auf Speichern und du erstellst nun in Schritt 2 den Code für papierbasierte Aktionen. Als nächstes bewegst du den Cursor über Treuesystem in der Navigationstoolbar und klickst auf Hinzufügen und wählst papierbasierte Aktionscodes aus. Danach gibst du einen Titel ein. Du kannst "Kann in Communities eingelöst werden?" anklicken und gibst dann den Betrag ein, den du an den Lieblingssportverein des Fans senden möchtest, wenn sie diese Aktion einlösen, in unserem Fall 1 Euro. Treuepunkte werden in der Regel von Vereinen verwendet, sind aber auch für Sponsoren verfügbar. Wenn du deine Kunden mit Treuepunkten belohnen möchtest, gib den Betrag hier ein. Oder du kannst ihn bei 0 belassen. Weiter gibst du ein, wie viele Aktionscodes du erstellen möchtest. Nun kannst du dein Design auswählen, indem du auf Ändern klickst und aus der Liste ein Design auswählst. Für einige Designs musst du ein Bild einfügen, für andere nur ein Logo. Als nächstes wählst du die Farbe der Aktionscodes. Du kannst deine Codes in der Vorschau anzeigen, indem du auf Vorschau erstellen klickst und das PDF anschaust. Damit du verfolgen kannst, wie oft deine Werbeaktion in der App angesehen wurde, verbinden wir sie mit der gerade erstellten einfachen News-Aktion. Dazu gibst du im Abschnitt Verbindungen den Titel deiner einfachen News-Aktion ein. In den erweiterten Einstellungen kannst du festlegen, wie lange der Code aktiv sein soll. Du kannst auch eine Folgeaktion für Nutzer wählen, die diesen Code einlösen. Klicke auf Speichern und du hast dein erstes Sponsoring-Angebot erstellt. Je nachdem, wie viele Codes du generiert hast, kann es einige Zeit dauern, bis das PDF erstellt wird. Du erhältst eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn deine Codes erfolgreich erstellt wurden. Du druckst die Codes aus und gibst sie den Kunden, die in deinem Geschäft einkaufen. Schauen wir uns nun an, was die Nutzer in der App sehen. Wenn die Fans die App öffnen, können sie die neuesten Werbeaktionen sehen. Sie können auf deine Promotion klicken und sich die Details ansehen. Sie ist auch mit deinem My Favorito Shop verlinkt, wo das Angebot ebenfalls angezeigt wird. Wenn Fans nun in dein Geschäft kommen und etwas kaufen, gibst du ihnen einen Aktionscode auf Papier. Sie müssen jetzt nur noch den Code scannen oder den Code in die Web-App eingeben
und danach den Verein auswählen, der das Geld erhalten soll. Das ist alles. Das Geld wird an den gewählten Verein überwiesen. Jetzt wird dein Geschäft in den Favoriten der Fans erscheinen und sie werden über deine Angebote informiert. Wenn wir uns nun den gewählten Sportverein ansehen, wird dein Geschäft in dessen Community erscheinen. Die Fans des Vereins können dein Geschäft sehen und deine Promotions werden in ihrer Community angezeigt.